Hallihallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Minecraft Attack of the B-Team. Hier sind die Mods. Das Modpack ist von einem YouTuber, der nicht den Namen nicht gerade weiß, und ist im Technik Launcher erhältlich. Und ja, es ist als Nachfolgerprojekt des Extension Ultimate gedacht, weil das natürlich ein bisschen sehr, ja, soll man sagen, ja, schwer und kompliziert und unfair ist, nehme ich jetzt dieses Modpack und wir machen ja auch wieder eine Welt Dragonia. Cheats erlauben, große Biome beim Supplenty bitte. Bauwerke generieren an, machen wir Bonustruhe auch an und gehen in die Welt hinein. Die gute alte Welt oder in die neue, vielleicht auch eine neue Welt, vielleicht neue Biome, mal schauen. Komm, laden. So, wir sind hier in einer Prärie, da gibt es Herbstwald, okay. Dann machen wir hier. Oh, ich will aber nur die Minimap. Ich möchte die Minimap. Hallo. Ich möchte zu der Minimap. Ach komm, Steuerung. Ich will da hin. Dahin. Ah, oh, komm. Ah, oh, Steuerung. Ah, oh, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ich will hier hin. Ja, ich will hier. Nein, nicht auf den Mond. Ich will. Ich will doch nur. Ah. Oh, muss das sein, GalaxyCraft? Ah. Oh. Steuerung. Ich möchte die Minimap. Minimap. All. Ich möchte die Minimap aufmachen. Ich will nicht Flensmob. Galaxiekarte weg. Auf irgendwelche Taste, die ist noch nicht. Apostroph halt. Also Taste. Ich will auch nicht Map. Right Guy aufmachen. Ich möchte. Ich möchte die Minimap aufmachen. Ah, jetzt geht sie auch auf. Also, dann machen wir hier Spawn. So, in welches Biom gehen wir dann? Wir gehen jetzt mal rüber in dieses Biom. Ah, das ist nur Savanne. Dann gehen wir in die Maplewoods. Gehen wir hier zurück. Zuerst die Truhe öffnen. Oh, eine Axt, sehr schön. Zwei Äxte. Pinsel. Brot. Sehr schön. Und wie immer in meinen Projekten mache ich zuerst auf Peaceful und stelle sobald wie, also außerhalb des Hauses eigentlich auf leicht. Einfach nicht im Haus drinnen und so, damit ich ja, damit ich nicht von Creepern angegriffen werde die ganze Zeit. So, nehmen wir das Tropenholz mit. Ich habe keine Erde. Muss ich ein bisschen Erde klauen hier. So. Hier haben wir einen Setzling, der violett ist. Ah, das ist auch jetzt so ein Schnellauflöser-Mod drin. Keine Ahnung von welchem Mod der ist, aber es ist ein bisschen nervig. Also nicht nervig, aber. Vor allem bei den Setzlingen, die so extrem schnell wachsen. Das ist schon ein bisschen nervig. Wenn man so eins platziert und plötzlich der Baum schon da. Es ist da fast schon gecheatet. Und aber leider ist er natürlich in jedem Modpack dabei. Und ja. Oh Gott, es leckt. Grün gefärbter Setzling nur. Okay.
Dann gehen wir hier rüber. Wir könnten das Haus hier hin tun. Und wenn es hier in der Nähe noch eine gerade Fläche haben, können wir dort noch die Gärten machen und die Weiden. Ja, es ist relativ okay. Dann haben wir hier schon mal ein Haus. Hier haben wir eine Höhle. Sehr schön. Ah, eine Witches Haus. Wo ist das? Wo eine Witch drin ist. Die macht uns zu gut Glück nichts. Gib mir mal deine Truhe. Dankeschön. Tschüss. Dann lassen wir die hier drin. Nehmen den Hut. So. Und ziehen den gleich schon an. Ah, jetzt sind wir ein Schaf. Morph ist auch dabei. Okay. Hier haben wir eine Höhle. Sehr gut. So. Ich möchte mich zurückwandeln. Ah, jetzt weiß ich nicht, in welche Taste ich das gelegt habe. Ah, ich muss nur linke Maustaste drücken. Gut. Also, wir brauchen ein bisschen Holz. Also, vor allem brauchen wir Platz. Und die Musik noch ein bisschen leiser, bitte. So. Komm. Wie hoch bist du? Hey, oh, noch einen. So. Ja, also können wir noch ein bisschen meinen. Ah, hier ist noch ein Gummibaum. So, die Truhe machen wir hier hin. So, eine Crafting Bench. Wieso ist die so komisch? Ja, dann brauchen wir Kohle und so. Zuerst legen wir das Zeugs mal hier hin. Die brauchen wir auch nicht. Grüne Setzling brauchen wir nicht. Die zwei Holzarten brauchen wir nicht. So, also, wir brauchen Holzstöcke. Ah, oh, bitte nicht lecken. Jetzt hast du alle gemacht. Oh Gott. So. Und überall hört man Schafe. Oh Gott, Invasion der Schafe. Haben wir hier irgendwo Kohle, bitte? Ich möchte Kohle. Ja, hier sieht man, dass das Biom Oplenty auch noch nicht fertig ist. Hier haben wir zum Beispiel plötzlich eine ganz andere Schicht Erde, die passt nicht. Da sollte ein Stein hin und so. Aber er ist schon recht gut, der Mod. Und so viele neue Biome, das liebe ich. Und wir haben endlich direkt am Anfang ein schönes Gebiet gefunden. Und wir haben Diamanten gefunden. Okay, diese Höhle merke ich mir. Aber ich brauche Kohle, keine Diamanten am Anfang. Hier haben wir Kohle. Sehr schön. Eine Kohle, ja. Haben wir noch mehr Kohle, bitte? Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauche Kohle, Kohle, Kohle. Gehen wir in eine andere Höhle. Zum Beispiel die dort hinten, die wir gesehen haben. Wieso leckt das, diese Mod so? Ist ja noch schlimmer als EU. So, Kohle, danke schön. Da kommen wir eigentlich recht schnell vorwärts in diesem Mod.
So, hier hinten hat es leider nichts mehr. Ja. Also dann gehen wir zum Crafting Table und machen uns eine Steinspitzhacke. So. Das haben wir mal, ein Schwert. Ja, noch eine zweite Steinspitzhacke, bitte. Und eine Schaufel. Danke sehr. So. So, Fackeln bitte hier hin. Gut. Jetzt. Ja, wir warten, bis wir die Schere haben. Gehen wir ein bisschen die Gegend erkunden. Hier haben wir Sand zum Beispiel. Brauchen wir aber noch nicht. Hier haben wir ein Schwein mit einem Hut. Ist das ein Panda? Das müsste auch ein Let's Player sein mit dem Panda-Skin. Ah, nerv nicht. Bitte auswählen. Irgendwie kann ich das einstellen, dass man echt automatisch die ganze Zeit in ein Tier verwandelt wird. Ja, ich möchte. Wieso geht das nicht? Ach, egal. Verwandeln uns immer wieder zurück, ist mir egal. Ja, nehmen wir hier irgendwo einen Baum, der frei ist. Der zum Beispiel. Ich möchte die Setzlinge noch haben. So, hier haben wir Schneebiom. Okay. Oh, rosa Setzlinge. Das ist die Witcher-Hütte. Also, hier war ja die Höhle ohne Erze, ohne Eingang, nichts. Aluminium brauchen wir noch nicht. Quantum brauchen wir auch noch nicht. Blei. Also Kupfer brauchen wir und Zinn brauchen wir. Sehr viel Kupfer hier. Ich will eine Macerator machen, wenn ich dann kann. 10. Sehr schön. Was ist das da unten? Silizium. Oh Gott. Also, dann erzähle ich euch, was der Mod so, also dieses Modpack so ausmacht. Zum ersten Mal. Erstmal ist alles Industrie hier drin, dann auch ein bisschen Rollenspiel, also neue Waffen, neue Rüstungen und so. Dann Galaxycraft, habt ihr ja gesehen, man kann andere Planeten erforschen. Leider momentan nur den Mars und der Mond, aber das ist genug. Und wir können die auch besiedeln, also ich glaube, es gibt noch Fantasy-Planeten und so. Und was wir dann alles erleben. Das erfahrt ihr dann natürlich im Laufe des Let's Plays. Ich werde alles machen, alles erkunden. Und ja, bin gespannt. So, ich bräuchte eigentlich Eisen. Würde ich gerne zuerst Eisen holen, bevor ich das schmelze. Irgendwo noch eine bessere Höhle, bitte. Mit Eisen. Dort hinten hat es Eisen. Dann haben wir schon mal eine Eisenspitzhacke.
Und dann können wir noch eine Schere machen und einen Eimer für den Garten. Und es regnet. Das können wir aber auch ausmachen. Dann mache ich es halt hier so. Ja, ich habe es ja jetzt angemacht. Ich möchte gerne, dass es ausgeht. Ist das Regen von einem anderen Mod, dass es nicht ausgeht? Schauen wir hier rein. Ja, toll. Ich möchte gerne, dass der Regen ausgeht. So, bitte ausgehen. Da drüben ist auch irgendwas Helles. Ist das auch Schnee oder so? Das gehen wir gleich anschauen. Und ja, der Regen geht nicht aus. Der will einfach nicht ausgehen. Was ist denn das für ein schlechtes Zeichen? Also der Himmel ist ja schön, oder? Schönes Wetter. Ja, wir haben jetzt Regen für immer, oder was? Nervt das? Das nervt mich ja jetzt schon. Also wir haben 12. 12! Okay. Dann machen wir sofort eine Schere, übernachten. Und hoffentlich hört dann der Regen auf. Weil er nervt halt schon. Also Minecraft ist regenkatastrophal. Eine Schere. Kommt, ihr Nudeln. Ja, wo seid ihr jetzt hin? Jetzt sind alle despawned, oder was? Da vorne sind noch. Hier ist noch eine Schere, Ding. Ein Schaf. Eine Schere Schaf. Ein Schere Schaf. Hallo. Oh, du hast einen schönen Hut an. Dankeschön. Ich möchte nicht jedes Mal verwandelt werden, bitte. Oh Gott, oh Gott. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Jedes Monster, das ich töte, verwandelt mich in das scheußliche Monster. Nein, bitte nicht. Also wenn ihr wisst, wie ich das ausmachen kann, dann wäre ich sehr dankbar. So. Und, oh. So. Dann noch ein Bett, bitte. Gut, schlafen wir mal. Ah, jetzt fängt das nächste fängt schon an. Ja, ich möchte nur schlafen. Danke. Oh Gott, oh Gott. Es regnet weiter. Ah, es hat aufgehört. Ah, diese Erholung in den Ohren. Die tut so gut. So, haben wir das mal. Jetzt brauchen wir noch eine Hacke aus Stein. Tun wir den Eimer hier hin. Ja, eigentlich könnte ich ja das daneben das Loch gebrauchen, aber ich habe jetzt zwei Löcher gemacht. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Samen. Falsch herum. So. Hier haben wir schon mal
Erdbeer oder Himbeer. Also Erdbeer. Kakaobohne. Das ist irgendwas. Weiß nicht, was das ist. Das war irgendwie Sweet Corn. Weizen. Das ist, glaube ich, alle Raune. Und Reis. Das ist auch irgendwas Unbekanntes. Wieder Kakaobohnen. So. Hier haben wir noch ein bisschen. Also, natürlich zuerst hier. Haben wir auch den Mod hier? Nein, der Mod ist jetzt nicht dabei, wo die Felder breiter macht. Ja, alle Raunen waren das. Wassermelonen, oder was? Wasserartischocken. Die kann man hier nicht platzieren. Das Reis aber. Tomaten. Strawberry. Kaffee. So. Sonnenlicht geben. Ja, es ist auch der Schnellwachstumsmod drin, der nervt ein bisschen. So, dann erkunden wir noch kurz das Gebiet im rechts unten auf der Map. Südosten. Oh nein, es wär's gar nicht schnell gut. Wenigstens das nicht. So, also gehen wir kurz auf die Walz. Hier rüber. Hier haben wir Kirschblüten, aber die anderen Kirschblüten. Die schönen Kirschblüten sind leider nicht hier. Aber vielleicht finden wir ein Kirschblütenplan, Biom. Hier haben wir Eier, die nehmen wir natürlich mit. Okay, jetzt sind wir ein Huhn. Jetzt haben wir zum Beispiel so die Möglichkeit zu schweben. Hier haben wir ein Dorf. Ein Wüstendorf. Hier haben wir nochmals einen Hut. Ich möchte aber wieder zurückverwandelt werden. Dankeschön. Und falls wir eine Fledermaus sehen, man kann mit den Fledermäusen übrigens fliegen. Und das ist schon fast Cheating. Ja, okay. Hier haben wir bestimmte. Ah, das sind normale Akazien. Ja. So, was haben wir denn hier? Einen Apotheker. Herr Apotheker, was haben Sie? Lehm. Sie haben nicht wirklich Lehm. Tut mir leid, ich habe Ihnen den Boden versaut. Hier haben Sie ein bisschen Gravel. So. Gravel, guter Ersatz. Was ist denn das hier? Ein Dungeon. Gib mir das Geschenk. Gib mir das Geschenk. Das werden wir nachher sicher auch noch woanders finden. Dann killen wir den Dorfbewohner nicht. Ich möchte die am Leben behalten. Okay. Einen Schweinetorso. Zombie-Legs. Für was braucht man denn die?
Ah, Necromancy, da kann man dies zusammensetzen. Necromancy ist dabei. Wieso bin ich so langsam? Ah, ich bin doch wieder schnell. Gut, ja, dann machen wir hier mal Pause. Und wir sehen uns dann im zweiten Part wieder. Ah, hier rein gehen wir noch kurz. Ah, hier sind die Tinkers Construct Sachen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und wie gefällt euch dieses Modpack? Sicher gut, gell? Mich auch. Können wir noch den Hut wechseln? Wir nehmen Like a Sir. So, bis zum nächsten Mal. Danke schön fürs Zuschauen. Bis denn.